Geburtstage, Freunde. Ich war gestern beim guten Bekannten von mir zum Geburtstag eingeladen und der hatte beim Aufbäumen, beziehungsweise der war auf dem Markt und hat Teile verkauft und da hat ihm einer auf dem Markt ein Radio vermacht. Und zwar dieses Blaupunkt Lübeck hier. Nun steht auf dem Blaupunkt Lübeck ja was von Code. Also das heißt, das wird kodiert sein, dieses Radio. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Nun fiel mir ein, dass ich noch in der Werkstatt einen Blaupunkt Stockholm habe. Das ist dieses hier. Aber wie man vielleicht sehen kann, hat das kein Display mehr. Also da sind nur noch die LEDs hinter, aber kein wirklich Display. Das ist kaputt gegangen. Das funktioniert hier zwar tadellos, das Radio, hat aber kein Display. Man sieht nicht, wo man ist. So, dann dachte ich, Mensch, Display super, vielleicht kann man das wechseln, aber wenn man sich das mal ansieht, glaube ich nicht, dass es funktioniert. Das ist einfach von der Länge her schon mal anders und von der Höhe her, das wird also nicht funktionieren. Gut, beschränken wir uns mal hier auf diese Lübeck und gucken mal, ob das eventuell, ob das überhaupt angeht und was da codemäßig Sache ist. Ich habe mal irgendwo im Internet was gesehen, dass man da auch was auslesen kann. Aber es ist wohl doch ein bisschen problematisch. Also da muss man noch ein bisschen mehr Wissen haben, was die Materie so mit dem Auslesen anbietet. Da muss man irgendwo ein Doppel-Huckepack-Chip machen, um dann an irgendwelche Daten zu kommen und so. Also für mich zu kompliziert. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, ob der Draht überhaupt noch funktioniert, ob das überhaupt angeht. Und dann gucken wir mal weiter. Und dazu brauchen wir jetzt hier erstmal Strom. Erstmal ein Plus. Und eine Masse. Nochmal hier. Und hier auf diesem Plus ist auch schon dieser Zündungsplus mit drauf. So, dann werden wir hier mal das Netzteil anwerfen. Und gehen wir mal auf 12 Volt. Ah, 13. So, und dann kann man jetzt schon gut erkennen, dass das Radio hier also Tatsache den Code blinken lässt. Gut, dann müssen wir mal einschalten. Und Tatsache, da steht jetzt im Display Code. Okay, dann wird das natürlich etwas schwierig. Ihr könnt jetzt noch mal googeln, wie das war mit diesem Code auslesen. Das werde ich jetzt mal tun und dann gucken wir mal weiter. So, nach circa halbe Stunde Recherche im Internet sieht es jetzt so aus. Das blinkt hier immer noch dieser Code, aber wenn ich jetzt hier mal einschalte, seht ihr, REC ist off und der hat jetzt schon jetzt die Frequenzanzeige vom Radiosender. Ich habe noch keine Lautsprecher dran, die schließen wir jetzt mal an. Und dann schauen wir mal, ob wir da Sound rausbekommen. So, nehmen wir uns hier mal so eine GroKo-Klemme. Das ist hier ein ganz einfacher Lautsprecher, aber ist ja auch nur ein kleiner Test. Sollte dafür genügen. Zweiten. Und hier ein bisschen rüberziehen, damit wir hier keinen Kurzschluss machen. Jetzt nicht so gut. Und dann nehmen wir hier gleich, haben wir denn hier noch? Hier sind auch noch zwei dran. Nehmen wir den Weißen. Ist jetzt nicht was was ist.
das tut es schon mal. Innerseite, jetzt müssen wir gucken. Noch ein Filter oder so. Ein Telefon ganz gut. Okay, der Radio funktioniert also, wie es aussieht. Die macht halt nur einen Scan und scannt mal die ganzen Sender durch, die es so gibt. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge offenbar schon monatelang gibt. Mal wieder anhalten. Ach, hier haben wir die ganzen. Stellt man das ein? Verlangt's? Ah, hier ist rechts, okay. Das ist der Spaß. Ja, also das Radio scheint, wie gesagt, tadellos zu funktionieren. Das ist ja schon mal schön. Wie gesagt, war ein Geschenk von einem Kollegen von mir. Display kann ich leider, wie gesagt, nicht umbauen, aber brauche ich ja dann in dem Moment nicht mehr, wenn dieses Radio hier soweit funktioniert. Ja, okay. Das soll mit der Sonntagsbastelei gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss.